Salve, hallo, mein Name ist Johanna. In diesem Video stelle ich euch eine Reihe von Übersetzungsbeispielen für den Genitivus Subjektivus und den Genitivus Objektivus vor. Dabei übersetze ich vom Lateinischen ins Deutsche, so wie ihr das in Klassenarbeiten auch macht. Ich werde mit der Übersetzung von kleinen Wortgruppen beginnen. Ziel der Übersetzungsübungen ist, dass ihr diese Kasusfunktion des Genitivs in einem Satz besser erkennt und dann auch dem Kontext angemessen übersetzen könnt. Voraussetzung für ein gutes Verständnis der Übersetzungsübungen ist das Wissen um die attributive Funktion. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.